2023 neigt sich langsam aber sicher und auch irgendwo glücklicherweise dem Ende. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem abenteuerlichen, komplett bekloppten E-Bike-Abenteuer zum Jahresende hin nochmal eine gute Zeit bereiten kann, dass ich sogar dem ein oder anderen Weihnachtsfilm hier Konkurrenz mache. Ich wünsche euch dafür natürlich eine herrliche Weihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen. Wenn ihr keinen Bock auf Weihnachten habt, dann seid ihr mit diesem Video hier definitiv gut bedient. Wenn auch ich an dem einen oder anderen Weihnachtsbaum im Rhein-Ahrtal vorbeikomme. Absolut coole, schöne, gemütliche kleine Örtchen, wo wir da vorbeikommen. Und Leute, ich habe sogar noch zum Jahresende hin spannende Neuigkeiten zu verkünden. Ihr glaubt nämlich gar nicht, wer mich kontaktiert hat, nachdem er mein Zerstörungsvideo von meinem Trekking-Highbike gesehen hat. Da bin ich ja komplett auf Rille mit zum Zweiradmechaniker gegangen. Der hat mir das dann auf Vordermann gebracht. Bremsen waren komplett gar nicht mehr vorhanden. Aber eben auch eine weitere Komponente, die relativ abgerockt war. Und diesbezüglich hat jemand mit mir Kontakt aufgenommen. Wer das war, erfahrt ihr in dem Video. Alles Weitere dann später. Ich freue mich erstmal, dass ihr mit am Start seid. Und ja, während ich jetzt hier das Intro vor mich hin labere, hoffe ich, dass ich hier noch heile ankomme. Und zwar nicht zu Hause, sondern in Koblenz. So, Leute, eins nach dem anderen. Macht es euch gemütlich hier am 24.12. an Heiligabend. Ich wünsche euch zunächst erstmal ein frohes Fest, schöne Weihnachtstage und bleibt dran, holt euch was Leckeres zu essen. Ich denke, genug werdet ihr zu Hause haben an Süßkram und so weiter. Ich habe so viel zu erzählen, ich muss jetzt einfach mal ein paar Punkte loswerden. Punkt 1, das ist hier ein zeitloses Video. Wenn ihr das Video nach Weihnachten seht, gar kein Thema. Es bleibt spannend genug auch für die nächsten Jahre, das werde ich euch versichern. Punkt 2, das hier ist kein Popel oder so, das ist einfach eine Entzündung an der Nase. Müsst ihr in diesem Video mit leben. Punkt 3, heute, mitten im Dezember, Anfang Dezember, es ist übelst warm. Ich habe so leichte Frühlingsgefühle. Nachdem ich letzte Woche da im Schnee in der Eifel unterwegs gewesen bin, ist das doch eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Denn, liebe Leute, ich bin heute, ich bin nicht ganz in der Eifel, aber ich sag mal, so ein bisschen an der Eifel, und zwar in Euskirchen. Ich sende erstmal an der Stelle liebe Grüße an alle Leute, die in Euskirchen wohnen. Und hier unten sehen wir auch schon einen Fluss. Und zwar die Erft müsste das sein, nicht die Ruhr. Das müsste die Erft sein. Und von hier aus, damit ihr das auch schon mal wisst, geht es jetzt nach Koblenz. Leute, 100 Kilometer mit dem E-Bike, zwei Akkus wieder am Start. Ich hoffe, das reicht bei 1300 Höhenmeter. Viel zu geil, aber das kann eigentlich ja nur gelingen, und wenn nicht, dann werdet ihr das auch in diesem Video sehen. Punkt 4, sorry, das sind jetzt viele Punkte, ich fahre mal hier eben über die Brücke hier, wo geht denn da hin? Punkt 4 oder Punkt 5, komm, machen wir doch hier Halt, das ist ein schöner Platz, um euch davon zu berichten, was ich im Intro schon angepriesen hatte. Leute, mich hat, nachdem jemand mein Video gesehen hat, wo ich mein, ach du liebe Zeit, jetzt werde ich unterbrochen, jo. Ja, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Bauen wir alles jetzt hier so mit ein. Ja, Leute, mich hat jedenfalls ein... Oh, was ist das denn hier? Ach, ein Regendings. Jo. Geil, geil. Es geht schon wieder komplett anders los wie geplant. Jedenfalls hat mich der Produktmanager aus dem Tourenbereich von der Firma Schwalbe angeschrieben, nachdem er mein Video gesehen hat, wo mein Trekking-Highbike hier völlig zerstört bei einem Zweiradmechaniker war. Da gab es ja eigentlich oder ordentlich Gegenwind gegen mich, aber er hat sich das Video angeschaut und hat festgestellt, dass meine Reifen auch hinüber waren, zumindest der Hinterreifen, der war wirklich platt, und hat dann gesagt, hör mal Junge, ich glaube, also jetzt ne, so transportiert die Message, genau so hat er nicht geschrieben, aber hör mal Junge, du brauchst neue Reifen, wie sieht das aus, kann ich dir welche zuschicken? Daraufhin, ich sag's euch, wie es ist, haben wir Kontakt aufgenommen, haben uns über die digitalen Medien zusammengesetzt und ausgemacht, liebe Leute, dass, ich gehe mal hier runter, jetzt geht der Nächste, ich fahre mal weg, boah, danke, warte, ein hektischer Start, ich werde gleich ruhiger, jedenfalls, dass ich mit den, also dass er mir die neuen Schwalbe Marathon Plus E-Bike Tourenbereifung zur Verfügung stellt, und Leute, die habe ich hier auch montiert, man sieht hier ein neues Profil, fährt sich super damit, wie ich die Reifen montiert habe, und weiteres zu Schwalbe, was wir noch besprochen haben und
Was es noch so an Hintergrundinformationen gibt, zeige ich euch im Laufe des Videos. Ich denke, diese Laber-Intro-Szene hier ist jetzt schon lang genug geworden. Dürften schon wieder ein paar Minuten sein. Wind zieht auch langsam auf und ich würde sagen, wir nehmen jetzt erst einmal Kurs Richtung, ja, was ist der nächste Ort? Keine Ahnung, jedenfalls kommen wir vorbei am Lacher See und durch die Rhein-A-Eifel und keine Ahnung, es sollte eigentlich ein richtig fettes Tourenvideo werden. Auf geht's, schön, dass ihr mit am Start seid. Dafür, dass ich gerade noch davon geschwärmt habe, wie warm und frühlingshaft es heute ist, muss ich schon recht schnell in die Winterausrüstung anziehen. Es ist doch irgendwie kälter. Vielleicht war meine Anfangs-Euphorie der Grund für die Hitzeentwicklung bei mir, aber boah, arschkalt irgendwie. Also, das revidiere ich nochmal. Mal sehen, wie es Wega geht, auch wettertechnisch. Es soll heute nämlich in Strömen regnen. Aber ich bin vorbereitet. Von Kopf bis Fuß. Ja, interessant. Ich muss hier direkt mal kurz anhalten. Das sieht gut aus, ist aber in meinen Augen völliger Mumpitz, liebe Leute. Seht ihr, das ist hier alles neu gebaut, ne? Der Kreisverkehr. Und das ist Asphalt und dann ist hier so ein Prägeding drauf gedrückt. Das ist halt so ein Prägeasphalt. Soll aussehen wie Pflaster. Ist alles schön und gut, bis du da mal irgendwie ran musst, weil eine Leitung kaputt ist oder sonst was. Habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal erzählt. Aber ja, so ist es eben. Ist geplant. Ist eine neumodische Erscheinung. Recht unnütz irgendwie, aber so ist es, ne? Müssen wir wahrscheinlich irgendwie mal auch ausprobieren, sowas. Herzlich willkommen in Flammersheim. Ich bin jetzt hier an dieser Marktplatz, glaube ich, von Flammersheim. Leute, hier seht ihr mal, wie gemütlich das hier alles ist, ne? Hier mit dem roten Tor und hier so ein kleiner Platz. Einen kleinen Weihnachtsbaum in der Mitte. Da mal hier, oh, schöne Alleenstraße. Muss ich mal eben rein. Zufahrt zur Burg Flammersheim. Darf ich da jetzt reinfahren? Nee, Privatanlage, lassen wir mal. Aber hier darf ich langfahren. Schaut mal. Da ist der Weihnachtsbaum in der Mitte zu sehen. Boah, wenn hier so ein kleiner Weihnachtsmarkt abgeht, da kann ich aber auch vorstellen, dass das richtig gemütlich ist, ne? Auch wenn ich absolut kein Weihnachtsmensch bin. Ich weiß nicht, wie es mit euch geht. Macht euch aber trotzdem heute eine gute Zeit, falls ihr das Video noch rechtzeitig schaut. Ne? Man kann sich überall eine gute Zeit machen. Man braucht kein Familienkladderadatsch für. Man kann mit Freunden Weihnachten verbringen oder man chillt allein zu Hause, alles easy. Wenn man mit sich selbst parat kommt, macht das nichts. Guck mal hier, hier dampft das raus. Super. Geil, ey. Wenn das hier weitergeht mit so süßen Örtchen und Fachwerkhäusern und so, dann kann das ja nur abenteuerlich werden. Was ist das hier für ein Auto? Das finde ich gut. So muss ein Auto sein, Leute. Hier, Econello, unbezahlte Werbung, mache ich sehr, sehr gerne dafür. So muss das sein. Ein Kabiner, ne? Dach über dem Korb, kannst trotzdem ein bisschen mal transportieren. Und nicht hier 5-Personen-Fahrzeug, wo meist nur eine Person fährt. Ne? Aber ist ein anderes Thema. Es wird ja wirklich noch abenteuerlicher und gemütlicher als gedacht. Ich bin hier gerade in Schweinheim oder Schweinheim eingekehrt. Bin erstmal unseren großen Platz gekommen, wo ein schöner Weihnachtsbaum zu bestaunen war. Und ansonsten noch ein ganz kleiner süßer Bachlauf mit einem Fachwerkhaus daneben, was aus Lehm bestand oder besteht. Das noch zumindest, das fällt fast auseinander.
sieht man richtig auch die Stöcke, die den Lehm dann zusammenhalten sollten. Also total klasse. Dann noch ein richtig guter Spruch von Helmut Kohl an der Wand. Und eine Gedenkstatue 1899 hat hier mal die Gemeinde was aufgebaut. Und ja, Leute, das ist sowas von urig hier. Ein kleiner Bachlauf, der sich hier durch das verschlafene Nestlein, durchschleicht, kann man vielleicht schon sagen. Sieht sowas von klasse aus. Und ich bin gespannt, was es hier noch gibt, denn in der Ferne sehe ich schon wieder eine kleine gutbürgerliche Stube. Mal gucken, ob die noch geöffnet hat. Hier das nächste Ding, es starben für unser Vaterland. Und dann geht es weiter. Also hier kommen zwei Bachläufe zueinander. Hier ist so ein altes Tor von irgendeiner Villa oder so. Und auch ich sehe gerade, das Ding ist umgekippt hier, die Mauer, die Festung mal schützen sollte. Krass, ey, Junge, Junge. Hier ist das Gasthof zum Scheinbachtal. Sieht aber verlassen aus. Ja, da ist nichts mehr. Und hier die alten, diese Hall-Tabakwaren-Dinger, ne? Die sehen richtig gut aus, finde ich. Wenn auch der Inhalt natürlich absoluter Driss ist, versucht die Raucherei immer aufzuhören, wenn ihr damit zugange seid. Kleiner Tipp, müsst ihr natürlich nicht Gas drauf. Das ist auch nicht mehr in Schuss. Oh, das ist wieder hier so Classico. Türchen, wo man Dinge zu bestaunen hat, die ich euch heute zeigen kann, damit rechnet keine Socke. In so kleinen, verschlafenen Örtchen. Schön. Auf dem Weg zum nächsten Dörflein fängt jetzt leicht an zu nieseln. Himmel ist sehr, sehr grau und ich bin einfach nur dankbar, dass ich die Regenkleidung mit habe. 93 Kilometer noch. Wunderbar. 12.39 Uhr. Es kann heute hier nur knallen, ey. Ich fahre wieder bis spät in die Abendstunden hinein, je nachdem wie viel ich noch koche und so. Ich check den Reifen jetzt hier mal ab. Muss hier ein paar Meter später schon wieder anhalten und mich mal um den Reifen kümmern. Das mache ich jetzt auf meiner schönen Arbeitshöhe hier. Damit ich mich nicht bücken muss. Ist doch gut mit dem Panorama, ne? So, wir holen jetzt heraus die Luftpumpe. Hier ist sie. Ersatzschlauch habe ich mit. Oh, ich habe mir hier die Hand aufgerissen hier. Oh, ey. Wie kann das denn jetzt sein? Ich muss hier auf jeden Fall mal Luft nachfüllen. So, rein. Ah, was mache ich denn da? Unglaublich, wie war das nochmal? So, genau. Super geniale Luftpumpe hier. So, jetzt noch eins. Rein. Raus. Und jetzt wird gepumpt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ständer einklappen. Und dann schauen wir doch mal, ob man das jetzt merkt. Ja, eindeutig. Könnt ihr jetzt nicht merken, aber absolut besser. Da war auf jeden Fall zu wenig Luft drin. Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass der Schlauch irgendwie geknickt ist oder so, ne? Und dass der deswegen Luft verliert. Oder vielleicht habe ich gestern Abend noch einfach zu wenig reingehauen. Das wäre mir fast lieber. Mal schauen, ob das gut geht, ey. Was auf jeden Fall reinkickt, ist hier die Kälte. Ist richtig ungemütlich nass kalt, ey. Mir ist heute schneller kalt als bei der letzten Tour von letzter Woche, wo ich von Kall aus der Eifel nach Köln gefahren bin, obwohl es da 2 Grad kalt war. Oder minus 2 Grad sogar, stellenweise. Lag Schnee und alles. Aber heute ist diese Feuchtigkeit in der Luft, wisst ihr? Ätzend, ey. Alter, jetzt mal die ersten Meter hier auf Schotter. Wie fährt sich's damit? Kann ja eigentlich nur gut sein, ne? Bei dem Profil, was ein bisschen mehr Grip verspricht. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen rum. Keinerlei Wegrutschgefühl. Gar nicht. Aber ich muss natürlich auch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufnehmen. Aber und vor allem, man darf vielleicht nicht mal berghoch fahren. Aber so fährt sich's hier super. Wäre aber auch interessant, wenn die mir es nicht zu wäre, ne?
Da fragen sich manche von euch wahrscheinlich, was wäre denn dann? Ne? Würde ich euch dann trotzdem erzählen. Wisst ihr, ich sage euch das jetzt straight in die Kamera, wie es ist. Dass der Reifen jetzt hier von Schwalbe schlecht ist oder sich nicht gut fahren lässt, die Chance ist natürlich beim Unternehmen, was sich volle Kanne auf Reifen fokussiert, ne, seit 73 kontinuierlich alles weiterentwickelt, tubeless vorangebracht und keine Ahnung was, wo ich zum Beispiel kein Fan von bin. Die Chance, dass der Reifen jetzt schlecht ist, ist natürlich extremst gering. Wenn mir das jetzt hier alles überhaupt nicht schmecken würde, und ich würde das während der Fahrt merken, da würde ich halt das Video trotzdem natürlich aufnehmen. Ich bin ja hier gerade draußen, ist natürlich komplett lächerlich, aber ich würde halt dann auch mit Schwalbe sprechen, ne? Um Stefan und um Marketing von Schwalbe würde ich natürlich dann, Leute, so sieht's aus, das taugt mir irgendwie nicht, habt ihr vielleicht schon einen anderen Reifen oder? Oh, das wackelt sehr, ne? Sorry. Wie können wir da vielleicht zusammenkommen? Da, ihr müsst überlegen, ich habe oder ganz bewusst mache ich kaum Kooperation. Wenn ihr meinen ganzen Kanal zurückverfolgt, bin ich in keinem zweistelligen Bereich an Kooperation, schätze ich mal. Ich will kurz zurückblicke. Mit Velio habe ich eine Kooperation gehabt, mit Riso Müller, mit Green Moves, mit Never Rain. Das muss ich aber wieder schwer überlegen. Mit, ja, weiß ich nicht, vielleicht könnt ihr noch was aufzählen. Es müssen aber ein paar mehr gewesen sein. Ich glaube, es waren so zwischen 6 und 8. Fallen die anderen gerade nicht ein, sorry dafür. Aber wenn das jetzt alles hier Murks wäre, dann würde das keinen Sinn ergeben. Und deswegen fokussiere ich mich halt auch auf die Unternehmen, von denen ich so grundsätzlich überzeugt bin, beziehungsweise deren Produkte ich halt auch schon lange fahre. Und ich fahre, soweit ich mich zurück erinnere, seit Tag 1 mit Schwalbe-Bereifung. Deswegen habe ich mich natürlich auch übelst gefreut über die Nachricht vom Stefan. Und ne, damit ihr das wisst. Ihr dürft auch nicht vergessen, das seht ihr natürlich nicht. Ich weiß, viele regen sich immer auf, wenn dann Videos unterstützt werden von Unternehmen. Aber man sieht natürlich auch nicht, was ich ablehne, ne? Oder wo ich gar nicht drauf eingehe. Nicht, dass das jetzt so ist, dass mich hier unzählige Anfragen erreichen. So ist es nicht, aber es waren welche dabei, die, also viele, sagen wir mal 80% ist halt Müll, irgendwelche China-Modelle. Ihr kennt die ganzen E-Bike-Videos auf YouTube, da die werden, ja, die spammen ihre Produkte wie sonst was raus, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich nie angenommen, mache ich auch nicht, vermutlich. Keine Ahnung, sagt niemals nie, ne? Ich wusste auch nicht, dass ich jemals nach Köln ziehe. Ich dachte, im Bergischen Land fühle ich mich wohl genug. Von daher bin ich damit vorsichtig, aber grundsätzlich lehne ich das halt ab oder gehe gar nicht drauf ein. Aber es waren auch Anfragen dabei von Unternehmen, die potenziell für mich auch interessant sind oder gewesen wären oder wie auch immer. Oder vielleicht in Zukunft. Ne? Da lege ich mich gar nicht so krass drauf fest. Aktuell habe ich das halt nicht. Dann möchte ich kurz erzählen, es ist wieder ein bisschen länger geworden, aber genau. Das für euch als Hintergrundinformation. Hatte ich jetzt Lust drauf, hat Spaß. Jetzt geht's hier lang den letzten Schotter-Trampelfahrt entlang und da vorne sehen wir wieder Asphalt. Da gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr rutschen, wenn ich in die Kurven gehe. Ja, ich bin jetzt natürlich ein bisschen langsam, aber man hat echt einen soliden Grip mit den Reifen. Mal über die Wiese hier kurz. Ja, das ist wahrscheinlich schlechter, das hat sich nicht mehr. Und der Wind ist wahrscheinlich zu laut, sorry, ich hab kein Mikro da.
Eine ganze, ganze Weile später. Langsam haben wir hier eine andere Färf auf dem Reifen. Durch den ganzen Matsch. Leute, wisst ihr was? Ich bin jetzt mal so free und hoffe, dass mir hier keiner böse ist. Ich suche mal ein wenig Schutz. Und zwar hier bei diesem Hochstand. Ich werde jetzt noch was essen, ey. Die Kälte, die geht einfach bis in die Knochen, ey. So, warum sollte ich da ein bisschen Schutz finden? Und kann in Roaming ein Süppchen warm machen. Oh, Leute, Alter, es ist verdammt kalt schon wieder hier. So, ist hier alles drin? Wichtigste ist eigentlich hier. Ja, der Rest. Ich nehme jetzt das Ding einfach so mit hoch, ey. Vielleicht auch hier die, ihr seht, ne, dränt. Und ey, ich brauche jetzt mal ein bisschen Schutz hier. Ist so kalt. So, Powerbank nehmen wir auch mit. Handy nehmen wir mit. Alles hier rein. Alter, mir ist echt kälter als da letztens im Schnee, ne? Das finde ich echt beeindruckend. Mikrofon. Ich auch hier rein. Boah. So. Meine Stimme, die ist irgendwie mittlerweile auch auf einer anderen Oktave. So. Oh, da bin ich jetzt aber hier dankbar drum, ey. Ich glaube, erlaubt ist das nicht, ne? Aber ich bin immer der Meinung, wenn der Umgang vernünftig ist mit den Dingen, oh, herrlich. Dann ist das auch alles halb so wild, eher kavaliersdelikt. Ich muss hier tatsächlich nochmal runter, weil ich diesen Kameragriff hier vergessen habe. Ja. Boah, in der Ferne muss ich euch gleich zeigen, ey. Ich glaube, wir haben da schon Blick auf das Siebengebirge. Nichts falsch machen jetzt hier. So, das meinte ich gerade. Könnte das Siebengebirge sein, ne? So, vielleicht noch ein bisschen näher. Jetzt muss was Warmes her. Und zwar ein richtig wunderbar schmeckender Kichererbseneintopf. Boah, ich bräuchte hier noch so einen Windschutz. Kann man das noch zumachen hier? Irgendwie. Aber gut, wenn wir noch mit extra Wünschen ankommen. Ne? Ja, warm ist das natürlich umso schöner. Ne? So. Deckel drauf. Und vor allem direkt umrühren. Thunfisch von Sopiqué war im Angebot. Und zwar ist das einer mit Pfeffer-Zitrone-Würzung. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich blende euch das mal ein. Ich glaube, ich habe das noch abgefilmt. Gucken wir mal, wie der schmeckt. Boah, hier ist aber richtig Wind am Gang. Und ihr könnt, wenn ihr Bock habt, währenddessen ein bisschen rausgucken. Während ich hier den Fisch entsafte. Ah, verdammt, ey. Leicht angebraten. Erst probieren wir mal hier den Fisch. Boah, der hat so leichte Vibes von dem Zitronenkuchen. Von der Glasur oben drauf. Passt jetzt irgendwie nicht so. Ich bin jetzt gleich fertig mit der Essensszene hier. Aber der Fisch, ne? Das geht gar nicht, ey. Je mehr man davon isst, desto mehr hat man das Gefühl, man kaut auf so einem Fisch-Zitronenkuchen. Das ist echt, boah, ne. Muss immer hier damit zusammen essen, sonst krieg ich es nicht runter. Wegschmeißen ist natürlich auch zu schade. Nachtisch. Leute, ein Sturm zieht auf. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier Gas geben, ey. Seht ihr das hier? Boah. Die müssen auf jeden Fall noch sauber werden, bevor ich dann mit der Bahn nach Hause fahre. Ist echt auch, sage ich euch, sehr interessant, zweimal am Tag mit der Bahn fahren zu müssen.
Das finde ich jetzt gar nicht so toll. Bin natürlich trotzdem froh drum, dass es geht. Ne? So, jetzt fahren wir weiter hier, ey. Nach zwei, Gegenwind Level 1000 gerade. Also es peitscht hier richtig, ich komme gar nicht voran. Ich habe jetzt auch schon den ersten Akku zur Hälfte geleert und streckenmäßig bin ich noch weit weg von der Hälfte. Gerade mal 24,8 Kilometer. Das ist schon, das wird noch interessant, gerade bei dem Höhenmeterprofil, was hinten raus noch ein bisschen was extremer wird. Geil, endlich mal wieder ein Fight. War schon zu gemütlich geworden in den letzten Touren. Endlich mal wieder dreistellige Kilometer heute. Wie dem auch sei, rechter Hand ging es dann Richtung Nürburgring, wie ihr sehen könnt. Allerdings nur mit der Karre. Ich bin hier natürlich dann mit dem E-Bike einfach weitergerollt. Und zwar wollte ich mir einen schönen Kaffee holen im Netto. Da gab es allerdings keinen. Stattdessen habe ich mein Rad dann einfach mal in Seelenfrieden abgestellt, ohne es abzuschließen. Und bin hier in die Bäckerei hineingestürmt, habe die leckeren Teilchen nur beobachtet und bin dann aber wieder schön zurück zum Rad gegangen. Das war dann Gott sei Dank noch dort, hatte dann einen Kaffee geholt und dazu gab es ein kleines Plätzchen. Habt ihr hier gerade oder jetzt auf dem Kaffeebecher gesehen? Da konnte ich mich quasi nicht gegen wehren, das war dabei und dann habe ich mir das eben auch schmecken lassen und etwas, Pause gemacht hier am, ach Norma ist das, gar kein Netto. Ist ja eigentlich auch egal, das Logo ist so ähnlich, die verwechselt man ganz gerne. Ich habe dann den Blick hier in die Ferne geschwenkt und langsam aber sicher festgestellt, dass der Regen aufzog. Ihr seht hier die ersten Tropfen in der Pfütze und ja, wie es weitergeht, das erzähle ich euch jetzt wieder live. Leute, der Regen kommt. Still und heimlich gerade angeschlichen. Boah, Junge, jetzt geht los. Auf geht's, spannende Mucke an. Ein bisschen mit Bass vielleicht, weil es fängt an zu regnen. Falsche Tasche. Es ist so arschkalt, unglaublich. Dieser nasse Wind, jetzt reicht es, denn ich pack aus meine geliebte Regenjacke in der Färf vom FC. Naja, zumindest einen Teil davon in Rot. Der Rest ist ja hier schwarz. Ja, wie Leverkusen. Ach du liebe Zeit. So, jetzt haben wir erstmal eine Jacke an. Das ist schon mal herrlich. Es geht jetzt aber auch direkt weiter. So ein bisschen lasse ich offen, damit ihr was zu sehen habt. Ich hole nämlich jetzt im nächsten Step die Regenboots raus. Volles Programm. Alter, jetzt geht's ab. Ich sag's euch. Jetzt knallt es. So. Rein da und direkt in den Schuh wieder. Ich habe keinen Bock nass zu werden. So, noch eine schöne Schicht drüber. Da wird es auch noch mal was wärmer. So, das sieht schon besser aus, ne? Und jetzt gehen wir noch sogar, jetzt setzen wir noch einen drauf. Alter, jetzt fängt es aber richtig an. Scheibenkleister. Ich liebe und hasse es. So. Jetzt nehmen wir den hier, Windschutz. Jetzt nehmen wir die hier, die Gamaschen. Was ist jetzt rechts und was ist jetzt links? Das stand hier mal irgendwo. So, jetzt kürze ich die Regenhose drüber, Leute. Ha! Was willst du, Regen, hä? Was willst du? Komm doch her. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Auf geht's. In den Regenfight. Ich hab Bock. Boah.
Herrlich, herrlich. Es hat richtig schön eingerennt. Vom Allerfeinsten. 71,6 Kilometer noch. Nicht ganz dicht, ich weiß. Habe ich aber auch nicht behauptet. Macht trotzdem Spaß. Gute Musik auf dem Ohr. Alles ist schön. Alles ist schön. Das Abfahren ist ja wirklich jetzt hier die königlich heute. Das ist sowas von geil. Oh, mein Auto im Gesicht, ey. Da sehe ich heute Abend wieder auf, als hätte ich jetzt nach gesoffen. Der Kopf dann so rot wird. Bis dann, wenn er so lange draußen wart in der Kälte. Alter, ey. Sieht man immer so fettig aus. Ich komme gar nicht mehr voran. 7 km/h. Ja. Leute, ich glaube, da unten ist Ahrweiler. Kann das sein? Ja. Hier habe ich, glaube ich, das erste E-Bike-Abenteuer aufgenommen. Ich glaube, da bin ich hier hingefahren. Oder das zweite oder das dritte. Eine erste Serie, wo ich die Tourenvideos so langsam ins Leben gerufen habe. Boah, pfeift dir der Wind. Wo ich die langsam ins Leben gerufen habe. Da habe ich so irgendwo gegessen mit so einem Blick runter ins Tal. Vor der Katastrophe damals. So, jetzt geht's hier lang weiter. Überall hier diese Weinreben. Jetzt kann sich hier der Schwalbe-Marathon Plus nochmal beweisen. Ich mach mal ein bisschen so matschiges Terrain. Ja, verdammt, jetzt wird das alles hier schmutzig. Aber überhaupt kein Rutschgefühl. Geil, ey, das ist super. Also, das ist jetzt hier wirklich so, dass ich sagen kann, nach ein paar Metern, geiler Reifen. Top Arbeit. Aber hier wird nichts. Kein Rutschgefühl. Obwohl das so dünne Reifen sind. Sind jetzt auch nur 3 mm breiter, als die ich vorher hatte. Das ist nämlich die 40er Breite jetzt. Fährt sich super. Gut, ist aber auch jetzt egal. Ich habe genug davon erzählt. Jetzt geht es erstmal Richtung ja, Brücke, glücklicherweise. Oder bin ich schon wieder falsch gefahren? Nee, bitte nicht. Und? Nee, alles korrekt. Super, weiter. So, ich glaube, ihr seht und wisst, wo ich bin, liebe Leute. Herzlich willkommen hier um 15.30 Uhr an der Ahr. Ja, hier stehen Bagger ohne Ende. Da hinten waren auch noch ein paar. Gegenüber wird auch gebaut. Ja, was hier abgegangen ist, habt ihr wahrscheinlich alle mitverfolgt, ne? Jetzt hier mal live vor Ort zu sein, auf jeden Fall krass, weil, ja, jetzt ist man halt mal wirklich da, wo das auch war. Da hinten war auch eine Brücke, die ist weg. Crazy, ey. Boah, hier ist eine Stimmung gerade. Durch den Regen, durch das Triste, dann hier diese ganzen Steine, die man hier sieht. Und hier, ne, man sieht hier die kaputten Bäume, weil da wahrscheinlich alles gegengeballert ist. Dann hier so Metall- und Schrottteile, alter Parkscheinautomat, Batterien. Alter Schwede, ey. Links alles um die Brachland. Das sieht echt richtig krass aus. Hier irgend so ein Betonding im Fundament. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wird weitergehen. Und so hat man hier einen provisorischen Radweg erbaut. Wenn ich das richtig gelesen habe. Da hinten stand es jedenfalls. Vielleicht ist er auf der anderen Seite. Müssen wir irgendwann auch mal abradeln, glaube ich. Ein A-Radweg. Ich glaube, das ist der offizielle. Was sagt ihr denn dazu, ihr Endlines? Die scheinen hier irgendwie ein schönes Leben zu haben. Oh, hier links ist ein Kunstrasenplatz. Hey, hat der das dann alles überlebt? Oder? Ich weiß natürlich selbst jetzt auch gar nicht, wie hoch das Wasser wirklich war. Oder ist der in der Zwischenzeit gebaut worden? Keine Ahnung. Jedenfalls richtig trübe Stimmung. Gleich geht hier auch das letzte Licht noch unter. Bis dahin muss schon was radeln. Ey, 63 Kilometer noch. Wir befinden uns jetzt fast unter der A-Brücke. Das ist, glaube ich, ein Zubringer hier über mir. Da ist diese Brücke. Ich weiß auch gar nicht, ob die A-Brücke heißt.
Jedenfalls haben wir hier so einen richtig ekelhaft anmutenden, grün vergifteten, so sieht es aus, Tümpel. Dann fallen die Regentropfen rein. Ich hoffe, ihr seht das. Ich schäfe jetzt mal einen fetten Stein da rein, insofern ich einen finde. Fangen wir doch hiermit an. Den kann man, glaube ich, sogar flitschen lassen. Probieren wir jetzt mal. Boah, oh, das ist glasklares Wasser da drunter. Seht ihr? Guck mal, das ist komplett klares Wasser. Das sah so widerlich aus. Fand eine super tolle Idee. Punkt 16 Uhr, Höhenmeter aktuell 200. Ich mache jetzt hier 2 Minuten Rast. Das ist sowas von, ja, nicht nervig, aber was soll ich sagen, es ist kalt. Der Wind zieht, der eine Akku ist fast leer und ich glaube, das ist jetzt, hier sinnvoll, sich hier hinzusetzen. Ich weiß es nicht. Ah, Leute, ich mache jetzt hier 5 Minuten Pause oder sogar 15 Minuten Pause. Jedenfalls tue ich jetzt mal so und blende euch. Oh, herrlich. Oh, und blende euch mal die Aufnahmen von gestern Abend ein. Könnt ihr mal schauen, was ich da falsch gemacht habe bei dem einen Reifen. Ich war eigentlich überzeugt davon, dass ich was gelernt habe. Könnt das Wissen gerne mitnehmen und ja, kriegt noch ein paar Hintergrundinformationen zu der Aktion zwischen mir und Schwalbe. Bis gleich. Also, dann begrüße ich euch jetzt hier den Tag zuvor, während ich meine provisorische Werkstatt einrichte. Bei meiner kleinen Reifenmontage, keine Sorge, wird jetzt kein Tutorial oder so, das können andere Leute deutlich besser auf YouTube. Aber ich möchte euch natürlich zeigen, was in dem Paket von Schwalbe denn alles so drinne war, was ich jetzt bekommen habe. Zum einen waren das, wie vereinbart, die Schwalbe Marathon E Plus Reifen. Das ist schon mal das erste. Dann hat mir der Stefan, dafür echt vielen, vielen Dank, 4 von diesen Schläuchen hier eingepackt. Es hätten natürlich auch 2 gereicht. Ja, dafür auf jeden Fall recht herzlichen Dank. Plus Reifenheber, ne? So blaue hier. Ich hatte in der Vergangenheit immer hier so rote aus dem Online-Shop irgendwo mal bestellt. Ob die hier besser sind, werden wir dann gleich schauen. Oder ich werde euch sagen, ob das geklappt hat mit denen. Dann, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, hat der Stefan mir noch ein Reifen-Luftdruck-Prüfgerät, ich glaube, so kann man das betiteln, mitgegeben. Da kann man wohl nachmessen, wie viel Bar noch enthalten ist. Brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht auf Türchen. Da habe ich sowieso schon meinen halben Hausstand immer mit. Aber natürlich trotzdem richtig korrekt. Und Leute, ich glaube, das wird mir sehr, sehr gut weiterhelfen. Eine Reifenmontagepaste. Die kann man dann wohl da gleich so drauf schmieren und dann sollte der Reifen etwas einfacher über die Felge fluppen und ich hoffe, das funktioniert dann. Ansonsten hoffe ich, dass ich jetzt hier nicht eingehe durch diese Strahler, die hier auf dem Schläuchen sehr, sehr heiß. Wie dem auch sei, liebe Leute, ich habe jetzt hier jedenfalls 2 neue Reifen und ich zeige euch erstmal, wie der Zustand von meinen alten Reifen war. Dann schauen wir uns mal den Zustand an. Leute, ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen. Ich habe diese beiden Reifen hier gekauft und zwar vor meiner Bodensee-Rheinradweg-Tour im Jahre 2022. Das heißt, sie sind, lasst mich jetzt nicht lügen, ich schätze mal mindestens pro Reifen 2000 Kilometer mit abgespult worden und ich hoffe, dass die GoPro den Zustand jetzt hier halbwegs gut festhalten kann. Ihr seht, ne, das ist natürlich das Hinterrad, da ist mehr Gewicht drauf, demnach nutze ich das mehr ab und das ist eben hier das Vorderrad. Immer noch gutes Profil, allerdings hatte ich mich damals auch für die, falsche Variante entschieden. Jedenfalls sind das die Räder mit 37 mm Breite. Und jetzt habe ich den Stefan gefragt, ob er mir netterweise die etwas breitere Version zusenden kann, denn ja, ich bin eigentlich eher ein Freund davon, etwas mehr Grip zu haben, etwas mehr Fahrsicherheit und Komfort und von daher freue ich mich natürlich mega, moin, mit diesem Rädchen hier wieder auf Tour zu gehen. Und ich will auch dazu noch sagen, Leute, diese Reifen tragen ja den Namen Unplattbar. Ne? Also ich habe ja hier den Schwalbe Marathon Plus Reifen schon drauf gehabt. Ne, hier könnt ihr das einmal lesen, Marathon Plus Tour.
Und da ist so eine dicke Pannenschicht drin. Ne? Nennt sich auch, jetzt lass mich überlegen, Smart Guard Einlage mit zwei Lagen Race Guard Gewebe, sodass das Ganze dann irgendwie Smart Dual Guard heißt. Ich glaube, hier steht das auch irgendwo drauf, müsste ich jetzt aber nochmal nachlesen. Ich glaube, das ist aber korrekt. Leute, mir eigentlich auch völlig Lachs, wie man das Ganze nennt. Ist ja schön, wenn man dem einen guten Namen gibt. Wichtig ist, dass die Dinger halten. Und ich sag euch was, diese Schwalbe Reifen, ne, der Plus Tour Reifen hier hat komplett gehalten. Ich hatte, wenn ich jetzt wirklich alles richtig in Erinnerung habe, nur einen einzigen Platten. Und das war sogar so, dass ich damit sogar noch die Tour zu Ende fahren konnte. Treue Zuschauer unter euch, die wissen das. Ich bin hier neulich in eine fette Scherbe reingefahren und die hat sich dann auch durch dieses Smart Dual Guard Gedöns Schicht hindurchgefressen. Zeige ich euch an der Stelle. Ansonsten ultra pannensicherer Reifen. Und ja, da bin ich natürlich auch sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass ich jetzt eben zwei neue Reifen habe. Ich würde sagen, ich lasse hier mal die Luft raus und montiere einfach mal die beiden neuen Reifen. Und da bin ich übelst gespannt, wie es sich damit denn fährt. Denn wenn ich genau hier hinschaue, sieht man natürlich, dass der sich auch jetzt weiterentwickelt hat. Und zwar haben wir jetzt hier ein anderes Profil. Das soll wohl für extrem viel Fahrsicherheit sorgen, eben auch bei E-Bikes speziell, sprich bis 25 km/h unterstützend, als auch für die S-Pedelec-Version. Da ist der jeweils über diese ECE R75, heißt sie, glaube ich, so eine Zertifizierung, zugelassen. Leute, ich hau den Reifen jetzt drauf und dann schauen wir mal. So, bevor ich den eingebaut habe, versuche ich mal hier den Pannenschutz zu zeigen. Kann man aber nicht erkennen. Fühlt man aber, wenn man hier so mit zwei Fingern drückt. Das ist hier so eine 5 mm dicke Schicht. Die ist ja nochmal drin. Ah, ich sehe gerade, hier ist auch ein Bild zu erkennen. Das blaue Zeugs da, ne? Habt ihr gerade auch gesehen bei der Scherbe, die sich da hindurch gebohrt hat, dass da wirklich so ein blauer Zwischenstreifen eben noch verfügbar ist. Sorgt natürlich auch dafür, das will ich an der Stelle ganz klar als Nachteile hier auch auflisten, der Reifen ist schwerer, ne? Der wiegt so knapp ein Kilo, ich glaube 990 Gramm. Ja, und für aerodynamische Menschen unter euch ist das vielleicht nichts. Mich persönlich stört das überhaupt nicht, gerade weil ich halt auch mit dem E-Bike unterwegs bin, von daher ist mir das komplett Lachs. Es ist auch so, das ist auch wieder so ein Begriff aus Marketing, das Ding hat wohl so eine Anti-Aging-Seitenwand, die sehe ich jetzt nicht, beziehungsweise ich weiß nicht genau, was das ist. Soll jedenfalls so eine Seitenwandverstärkung sein dafür, dass wenn man mit zu wenig Reifendruck unterwegs ist, dass der Reifen nicht irgendwie ja überlastet wird oder dass er mit dieser Überlastung durch diesen zu geringen Druck besser auskommt. Jetzt gucken wir mal, testhalber bei meinem älteren Reifen, ob da irgendwelche Risse zu erkennen sind. Ist da irgendwas spröde? So, jetzt ist ein bisschen was schärfer. Ich sehe da, abgesehen von Schmutz, nichts. Könnte ich jetzt nochmal sauberer machen, aber das ist auch nicht meine Königsdisziplin. Von daher gehen wir, und zwar im Schnelldurchlauf, an die Montage und ich zeige euch, ob das mit diesem Spray da gut geklappt hat. Beziehungsweise hier mit dieser EasyFit Reifenmontagepaste und eben den Felgenreifen hier. Mal gucken wir mal, ob die besser sind. Step 1, Luft rauslassen. Geht mit dem alten Felgenheber sehr gut. Ich check das mal hier mit denen ab. Das müsste eigentlich ja genauso gut gehen. Ja, genau. Am besten legt man den, glaube ich, auch hin. Drückt man ihn einmal runter an allen Seiten. Wir nehmen uns den Reifenheber und fangen an der Seite vom Ventil an. Und hieven den einmal so drüber, dass wir mit dieser Kerbe hier das Ding einspannen können. So, jetzt nehme ich den anderen Felgenheber, mache den hier dann rein. Zack. Und jetzt drücken wir den Reifen nochmal überall über die Wulst, dass der in dieser Mitte der Felge liegt. Weil ich habe den ja jetzt gerade auf Spannung gesetzt. Und jetzt müsste ich eigentlich einfach hier mit dem Reifenheber so lang gehen können. Ja, guckt mal. Zack, jetzt hebe ich hier den Schlauch raus, ne? Den wechsle ich jetzt natürlich an der Stelle auch, weil jetzt habe ich schon mal neue, vor allem ich habe ja auch 4 Stück bekommen. Jetzt können wir mal gucken, wie oft ich den schon geflickt habe, hier den Schlauch. Ich hatte nämlich diesen Schlauch schon ewig lange drin und zwar auch mit dem Reifen vor dem Marathon Plus. Also jetzt nicht wundern, ihr seht jetzt natürlich hier einige Flicken, irgendwo habe ich sie. Die sind noch von dem ersten Rad hier, von dem ersten Reifen hier drauf. Den habe ich hier dreimal gepflegt.
Ja, dann hat auch wunderbar gehalten, viermal sogar. Und da war ich natürlich irgendwann übertrieben leid. Deswegen bin ich halt eben auf diesen Reifen mit dem Pannenschutz übergewechselt, weil es gibt einfach nichts Ätzenderes als einen Platten unterwegs. So, jetzt greife ich mal hier oben rüber. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier zu dekorativen Zwecken, nicht weil Schwalbe mir das irgendwie vorgegeben hat oder so, sondern einfach zur Deko habe ich die Schläuche oben drauf getan. Das ist aber, glaube ich, gar nicht so gut, weil die Heizung heiß ist und das soll ja nicht jetzt hier schmilzen, ne? So, jetzt machen wir den auf, ne? 28 Zoll Schläuche mit dem AV-Ventil, also Autoventil. Ich hoffe, dafür steht die Abkürzung, müsste ich jetzt aber doch mal nachgucken. So, ja, jetzt mache ich das hier auf. Jetzt haben wir hier wirklich einen neuen Schlauch, liebe Leute. Ach, ich Idiot. Siehst du? Ich muss natürlich den Reifen auch erstmal hier abmachen. Ich will ja einen neuen Reifen drauf machen. Also, das Ding weg. Jetzt hole ich mir mal eben eine Socke, um hier einmal das Ding sauber zu machen. Das kann ja auch nicht schaden. Jetzt nehmen wir uns hier den neuen Reifen. Hier, das ist das Hinterrad. Kassette ist rechts, also dreht der Reifen so, das Rad. Genau, das heißt, ich muss die Rotation auch entsprechend richtig wählen. Ist so ein Pfeil, Rotation in diese Richtung. Na, macht ja auch Sinn vom Profil her, dass das hier so spitz zugeht. Also, so geht das Ding jetzt da drauf. Hier muss man natürlich aufpassen, dass man den jetzt hier nicht quetscht, ne? Kann man sehr viel bei falsch machen. Ich glaube auch, es ist besser, wenn man hier etwas Luft reinpumpt. Zumindest ein bisschen. Machen wir mal auch eben. Und jetzt wird spannend. Schauen wir doch mal, ob ich den jetzt so gut da drüber bekomme. Wir fangen hier am Ventil an und gehen dann hier so Step für Step rüber. Ich glaube, die Montagepaste brauche ich nur da oben an dem Punkt. Was ist denn jetzt los? Da geht ja fast so. Leute, was ist das denn? Ich habe noch nie in meinem Leben so einfach einen Reifen drüber bekommen. Da ist doch irgendwo ein Haken, oder? Da kann ich jetzt nicht so ganz glauben. Ich habe jetzt weder die Reifenheber gebraucht, noch die Montagepaste. Wieso ging das jetzt so gut, ey? Vielleicht, weil, ja, der Reifen genau in der Mitte der Felge irgendwie reingekommen ist. Keine Ahnung, ich pumpe den jetzt erstmal auf, ey. Nicht, dass ich jetzt hier schon schwärme und träume und dann passiert, knallt hier gleich. Das war's. Ich habe noch nie so einfach einen Reifen montiert. Wahrscheinlich ist das jetzt so ein Lucky Punch gewesen, weil, ja, keine Ahnung. Ich habe mich nicht jetzt besonders gut angestellt, nur weil das hier jetzt von Schwalbe unterstützt wird, das ganze Projekt, ne? Das hat jetzt einfach gut funktioniert. Probieren wir es auch mal bei dem anderen Reifen. So, wäre natürlich genial, wenn das jetzt auch so gut gelingt, ne? Jetzt habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist nicht so gut. So habe ich das Gefühl, so mache ich auch nur den Schlauch kaputt, der da drin ist. So, ich drücke den Reifen nochmal einmal rum. Oder ist da noch zu viel Luft drin, Leute? Das ist es. Oder? Ja, da war noch zu viel Luft drin. Okay, jetzt nochmal. Ja, jetzt geht's. Okay, Leute, ist noch auf Spannung. Jetzt muss es gehen. Ja, seht ihr? Daran liegt's. Habe ich jetzt selbst gelernt, man muss, wenn man den ersten auf Spannung hat, muss man die Seite nochmal runterdrücken, sodass der, ja, die Hälfte des Reifens, also hier dieser Teil, ne, sich in die Mitte der Felge begibt. Und jetzt kann ich ganz einfach hier so ziehen. Guck mal, so einfach. Crazy. Also eigentlich macht man, ehrlich gesagt, etwas falsch, wenn man zu viel Kraft braucht. Ich glaube, so kann man es stehen lassen. So, dann wollen wir doch mal. Könnt jetzt hier wieder der Schlauch rein. Ich glaube, das Wichtige ist echt diese Vorarbeit. So. So, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich die Welt gerade nicht mehr verstehe. Ich habe jetzt hier wieder den Reifen halt drüber gemacht, ne?
Aber ich krieg den Schlauch hier einfach nicht rein, weil der Reifen, seht ihr das da? Ich hoffe, ihr seht das halbwegs. Das ist alles hier so eng auf einmal. Gerade hat das total easy funktioniert. Jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, es ist falsch, dass die rechte Seite, also die Seite und nicht hier die linke, sondern dass die rechte in der Mitte der Felge ist, sprich hier unten. Aber wie soll ich das sonst machen? Ich habe den jetzt überall hier so runtergedrückt. Einmal ringsrum. Und trotzdem, oder nicht? Wie soll der Schlauch dazwischen passen? Kapiere ich nicht. Hat gerade komplett gepasst. Ich kapiere das nicht. Kann doch nicht sein. Beide Seiten, rechts und links, sind jetzt mittig in der Felge. Wieso kriege ich den Schlauch nicht rein? Das verstehe ich nicht. Das ist so auf Spannung alles irgendwie. Nee. Das kann nicht stimmen. Oder muss ein Teil des Reifens. Ich habe so ein bisschen eine Idee. Ich überlege gerade, ob eine Seite, also sprich entweder diese hier oder die hier unten, in diese Kerbe von der Felge da schon muss. Da, über das Blaue, seht ihr? In das Schwarze da. Weil dann wäre, glaube ich, mehr Platz. Ich kapiere das nicht. Wie soll ich den Schlauch da reinkriegen? Ich glaube, das Problem ist, dass beide Seiten in der Felge sind. Wisst ihr, so ist, glaube ich, jetzt der Zustand, wenn der Schlauch da drin wäre. Ich muss eine Seite nochmal rausheben. Ich glaube, das ist es. Ich muss eine Seite rausheben. Ich habe halt aber auch keine Seite bewusst reingehoben. Das ist halt der Witz. Ich gehe jetzt mal so einmal rüber. Ich wollte doch nur mal ganz entspannt eben einen Reifen wechseln. Ihr habt gesehen, gerade hat es gut geklappt. Aber hier ist das Thema jetzt. Wetten, ich muss den hier nochmal rausheben. Er hat sich da irgendwie selber reingehoben, ey. Oh, so. Das war jetzt einfach. Jetzt kann ich den hier nochmal raus. Ja, also da haben wir's. Beide Seiten, Leute, geil. Ich habe was für gelernt, glaube ich. Das lässt mich jetzt auch aufregen. So, die Seite ist jetzt raus. Ich glaube, durch einen blöden Zufall ist gerade einfach die andere Seite auch reingerutscht. So, jetzt passt auf. Ich mache das jetzt in 2 Minuten. Jetzt geht der Reifen nämlich auch da drüber. Guckt, Leute, jetzt haben wir doch was gelernt, ey. Jetzt nur den Schlauch nicht quetschen. Ich glaube, jetzt habe ich was gelernt. Beim Videodreh. Ist das nicht toll? Ja, jetzt kann ich den hier schön reinlegen, den Schlauch. Perfekto. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, oder? Ja. Liebe Leute, ohne Reifenmontagepaste. Ich glaube aber grundsätzlich, wollte ich euch ja eigentlich zeigen, hier ist so ein Schwämmchen drauf. Ich mache jetzt mal eben hier in der Hand. Oder muss man das irgendwie... Ah, jetzt kommt es raus. Ja, dann hätte ich das hier so ein bisschen einfetten können. Dann wäre es noch einfacher geworden, aber das Entscheidende ist, dass man nur eine Seite des Reifens in die Mitte der Felge bringt. Dann den Schlauch einlegt und dann erst die andere Seite. Jetzt gehe ich noch einmal hier so. Ich glaube, jetzt habe ich eigentlich was gelernt, obwohl ich es ohne Tutorial nochmal gemacht habe. Einfach Learning by Doing. So, ich mache jetzt hier direkt weiter. Ihr habt jetzt, wenn ihr mir treu geblieben seid, 15 Minuten Technik-Gelaber von mir gesehen. Ich hoffe, das war spannend. Boah, Leute, ey, ich habe mich natürlich jetzt keineswegs ausgeruht. Aber das ist jetzt auch gar nicht so schlimm. Mach einfach weiter. Irgendwann solltet ihr auch nochmal bergab gehen. Erstmal einen Schluck Wasser hier. Vielleicht für viele Autofahrer von euch spannend. Ich bin ja auf dem Kurs nach Koblenz. Das müsste doch die A3 sein, oder? Oder, nee. Doch. Oder schon wieder eine andere. 61? Nee. Es wird langsam wirklich bescheuert. Ganz ehrlich. Schön hier an der Schnellstraße runter. Der Gegenwind ballert so krass. 2-3 Minuten Pause. An der Bushaltestelle. Ich muss den GoPro-Akku wechseln. Zieh mal eben die Handschuhe aus.
Hier bin ich jedenfalls Wind und Regen geschützt. Das ist gut. So, das Ding ist gleich leer, ne? Und da sind noch die Höhenmeter, die vor mir liegen. Ein Kilometer insgesamt. 3 Stunden 40 Minuten, Alter. Das ist unvorstellbar, dass ich jetzt erst die Hälfte habe. Meine Hände, die lösen sich auch hier gerade so ein bisschen auf. Seht ihr das? Ist das Wasser? Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier wirklich so auf Krampf komplett durchziehen muss, ey. Muss ich natürlich nicht. Aber es reizt mich, ne? Ich bin so weg. Und die hier. Jetzt tun wir erstmal das gesunde Studentenfutter raus. Und dazu ein bisschen Schokolädchen. Einfach eine tolle Kombination. Jetzt noch 4 Stunden Fahrrad fahren. Ich weiß nicht. Das sein muss, ey. Muss das sein jetzt? Ich überleg echt gerade, ob das sein muss. Ja, ist nur so ein kleiner Kampf im Ego. Ich hab mir das in den Kopf gesetzt und will das halt durchziehen. Kein Bock, das jetzt doch noch abzubrechen. So, ich kau hier gerade auf dem letzten Stückchen Schokolade rum. Meistens kriege ich durch Schokolade ja Übermut. Jetzt gerade waltet aber die Vernunft. Ich zeige euch, was ich vorhab. Und zwar werde ich mit Komoot nicht mehr weiter navigieren, sondern eben jetzt hier umswitchen auf Google Maps. Bedeutet, ich werde hier diesen Laacher See jetzt mal außen vor lassen und dann hier am Rhein runterradeln. Auch eine super schöne Strecke, mit Sicherheit sogar noch schöner. Dadurch werde ich den See eben nicht mehr mitnehmen. Ist vielleicht aber auch ganz gut, weil wenn ich da bin, ist es sowieso dunkel, also kann ich auch sparen. Und ich spare 10 Kilometer. Und das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Ich hoffe, ihr seid damit cool. So, ich verlasse jetzt das letzte kleine Wunderdörflein, wo es auch wieder einen Tannenbaum zu bestaunen gab. Ein Traktor kam mir entgegen. Schöne kleine engen Gassen überall. Und jetzt befinde ich mich hier auf der Schnellstraße und nehme bei Nieselregen, dürftet ihr erkennen, durch das iPhone Kurs auf den Rhein. Da freue ich mich jetzt irgendwie viel mehr drüber als über den Laacher See, den ich dann eh nicht sehen würde. Vermutlich. Krass ist auf jeden Fall auch, wie meine Hände hier einfrieren. Ey. Guck mal, das sieht aus mit dem Blut da noch dabei und der Überbelichtung. Sieht schlimmer aus, als es ist. Also, denen geht es an sich ganz gut. Und der Regen wird ein bisschen doller. Und der Wind, der zieht auf. Boah, Junge, nee, komm, ab nach Koblenz. Willkommen, Leute, in Bad Breisig. Herzlich willkommen in Bad Breisig. Das sage ich mit einer großen Freude. Weißt du, was ich freue? Leute, hier bin ich hochgefahren, genau hier. Und zwar im Jahre 2022. Das war nämlich hier. Na, willkommen, Bad Breisig. Das war mein Erlebnis, meine erste große Radreise mit dem E-Bike. Da bin ich von Kölle volle Kanne geradeaus am Rhein entlang Richtung Bodensee gefahren, hab den einmal umrundet und bin dann Richtung Karlsruhe an einem Tag, dann vom Bodensee bis Karlsruhe. Völlig irre, das ist der 10. Teil gewesen und dann eben mit dem Zug nach Hause. Geiles Ding, könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr aber Zeit habt. Das sind, glaube ich, 5 Stunden.
Ja, und hier bin ich hochgekommen. Seht ihr das sowas besser? Da unten ist so ein Weg am Bach vorbei und dann geht es dann hier so zack, zack hinauf und da dann eben weiter Richtung Koblenz. Tolle Erinnerung. Das kann ich hier festhalten. Und im Jahre 2023, schnell auf Seite, wo mich jemand fährt, bin ich dann nochmal am Rheinradweg entlang gefahren, allerdings dann an der nördlichen Route. Und zwar von Amsterdam bis nach Den Haag, Rotterdam und so was und dann eben nach Köln. Also den Rheinradweg, da habe ich schon einige Kilometer abgespult. Ja, schöner Radweg, gibt glaube ich auch noch schönere, aber lohnt sich mal, ja, da in die Videos reinzuschauen. So, fahren wir mal weiter hier, es regnet schon wieder stärker. Leute, da ist der Rhein, geil! Es geht ab, Rhein! Du bist einfach immer am Start, ne? Kontinuierlich, hier fließt seit eh und je Wasser. Da unten ist die Schnellstraße. Ich bin hier tatsächlich in dem Ort Brohlützing. Brohlützing. Hier habe ich die erste Nacht verbracht. Das war so abenteuerlich. Wenn man das erste Mal auf eine große Reise alleine geht, dann hat man auch Sorgen und Zweifel und Ängste und alles. Dann war ich froh, dass ich das dann durchgezogen habe. So, jetzt hier hoch. Gott sei Dank mit Strom. Zack, direkt voll Unterstützung rein. Das Beste ist ja jetzt, dass wir jetzt an einem Bahnsteig vorbeikommen. Das bedeutet, ich könnte mich jetzt verlockenderweise einfach hier in den Zug setzen. Und, oder? Hey, ne, Moment. Wo ist der Bahnsteig? Oder der kürt gleich noch. Jedenfalls könnte ich von hier aus jetzt auch wieder nach Köln fahren, ne? Aber ich habe mir jetzt den Kopf gesetzt bis Koblenz. Also mache ich das jetzt auch. Ich werde jetzt nicht nochmal einklicken. Hab das ja schon alles angepasst. Boah, aber kalt hier mit den Händen. Jetzt wird's echt verlockend. Es macht eigentlich null Sinn, weiterzufahren. Ich könnte jetzt hier in Brohlützing einfach einsteigen. Aber ich habe mir irgendwie auf die Fahne geschrieben, ich fahre nach Koblenz. Das ist natürlich jetzt eine richtig geile Situation. Eigentlich wäre ich gar nicht in die Verlegenheit gekommen, weil ich ja eigentlich bei diesem See da vorbeigekommen wäre. Jetzt fahre ich hier am Gleis entlang. Nee, komm, ich ziehe das jetzt durch. Das will ich jetzt einfach nicht... Entschuldigung. Das will ich jetzt einfach nicht auf mir sitzen lassen. Aber da ziehen wir jetzt durch. Wir fahren jetzt in strömendem Regen bei Eiseskälte, Gegenwind, aber einem vollen Akku, mit neuen Reifen. Nachts, oder was heißt nachts? Wir haben 5:30, aber winterlich nachts von Brohl-Lützing an der Gleise vorbei nach Koblenz. Vielleicht werde ich ja noch irgendwas Nettes belohnt, wer weiß. Aber das ist schon eigentlich echt so für den Kopf. Ne? Müsst ihr euch vorstellen, ich muss das ja auch irgendwie hier durchziehen. Also das fordert ja gewisse Ressourcen von mir. Und vom Kopf, so mental gesehen, ist das einfach nur bescheuert. Jetzt 30 Kilometer am Rhein entlang zu fahren, nur weil man sich das in den Kopf gesetzt hat, weil man da jetzt zu stur für ist oder zu stolz oder wie auch immer. Ja, jetzt fahre ich am Gleis entlang, um dann einzusteigen und wieder zurückzufahren. Herrlich. Aber wir machen das jetzt. Ich will das jetzt hier nicht so halbherzig irgendwie auslaufen lassen. Da habe ich jetzt einfach keinen Bock drauf. Ich fahre gerade wieder zurück. Aber nicht zum Bahnhof, sondern hier auf den Radweg hier rechts. Das sieht man gar nicht so richtig. Hier links, ne, endet halt an danach. Stadtteil Namedi. Und hier darfst du im Rad nicht fahren. Da, den Fehler habe ich damals schon mal gemacht. Mit hier mit dem Fahrrad gefahren und denk auf einmal, Alter, wo bist du denn auf der Autobahn? Da muss man halt hier fahren. Fahr mal hier, dann fährst du mit dem Ding einfach weiter. Jetzt habe ich natürlich noch mehrere Verlockungen, weil ich komme natürlich an weiteren Bahnstationen vorbei. Auch fährt die Bahn. Nein, ey. Aber nee, wir machen das jetzt. Unheimlich. Aber ich habe mir, dass sich jetzt hier einer versteckt.
bei den Temperaturen. Oh ja. Boah, nee, jetzt muss ich durch den Wald auch noch? Stimmt, ey. Ich erinnere mich. Boah, nee, hab ich auch wenig Bock gerade drauf. Guck mal, hier reicht, hier seht nichts mehr, ne? Außer vielleicht noch ein paar Regentropfen. Blick auf den Rhein, der ordentlich Wasser führt. Wahnsinn. Ja, wunderbar, bei dem Rhein. Boah, guck mal hier die Regentropfen auf der, in der Pfütze. Seht ihr das? Nachher lege ich mich nur auf die Couch. Heiße Dusche, Feierabend. Einfach Feierabend. Das wird schön sein. Wollen wir hier lang? Boah, man hat so einen geilen Grip hier, auch bei so scharfen Kurven. Absolut, ohne Witz jetzt. Kein Rutschgefühl, null. Also es ist echt nochmal was anderes als mit den anderen Reifen. Da war ich manchmal so ein bisschen wackelig. Wenn zu viel Laub lag und zu viel Schlamm auf dem Boden war, dann ist mit denen hier echt nochmal besser. Muss ich wirklich ohne Quatsch sagen. So, wo sind wir hier? Mercedes-Benz. Jetzt passiert richtig. Glücklich einfach durch, oder? Was sagt er hier? Mercedes. Ist natürlich gut, ne? Ich weiß auch nicht, was ich damit soll. Also, ich stehe eh im Stau. Das kostet übelst viel. Und statusmäßig, ich kann dem nichts abgewinnen. Also klar, wenn du in so einem schönen, dicken Auto sitzt, hier, ne, so ein B-Turbo, Cabriolet, ist das nett, aber darauf bilde ich mir doch nichts dann ein, ey. Das sind völlig bekloppte Werte, die ich da entwickelt habe. Also wenn jemand so ein bisschen stolz, weil er was geleistet hat, mit so einem sanften Lächeln auf den Lippen, mit einem dicken Benz durch die Stadt fährt, dann freue ich mich mit. Dann denke ich mir, geil, komm, fahr ein Ründchen. Ne? Ist ja, ist es ein schönes Auto, ist es ein schönes Produkt. So, aber dann zu denken, man ist irgendwie überkrass damit, das ist irgendwie affisch. Zumal die meisten dicken Karren geleased sind, ne, und über irgendwelche dubiosen Firmen laufen. Dubios jetzt mal in Klammer, gibt natürlich auch normale Firmen. Aber ich behaupte einfach mal, stell die These in den Raum, dass durchaus der eine oder andere Benz über eine dubiose Firma abgerechnet wird. Hundertprozentig. Was meint ihr? Oder auch eine Stunde drei Fahrminuten von Koblenz entfernt. Ich hoffe, ihr seht was. Der Rhein ist hier extremst hoch. Und ich hoffe, dass ich hier nicht gleich irgendwo nicht mehr weiterkomme. Weil dafür ist schon wieder so ein bisschen der Punkt, keine Energie mehr. Also ich bin bei guter Kraft, alles ist easy. Ich werde jetzt auch gleich schon mal ein paar Nüsse nachpfeffern und einen Apfel. Aber jetzt hier so riesen Umwege, das geht dann auch nicht. Also ja, ist nicht grenzwertig, aber jetzt sollte alles gut gehen, sagen wir es mal so. Das sieht auch irgendwie echt beängstigend aus, finde ich. Die Bäume stehen im Wasser. Boah, hat der viel Wasser da rein. Hier war, glaube ich, auch letztes Mal alles voll. Da sind noch so Spuren zu erkennen. Oh je, ey. Prost, Leute, ich mache jetzt Pause, lieber rechtzeitig. Schon der Geballer, ey. Vor allem, wenn du von der Helligkeit in die Abendschuppen reinfährst, dann hat man immer so besonders das Gefühl, dass es geknallt hat. So, erstmal jetzt hier
Wo ist denn der Apfel? Hier ist er noch. Heute Ankunft in Koblenz. Koblenz! Ich hab's echt geschafft, ey. Von Euskirch nach Koblenz. Dermaßen irre die Aktion. Guck euch mal an, wie das hier am Regnen ist. Es ist landunter. Mir fällt manchmal auch erst im Nachgang auf, was für Aktionen das sind, ey. So, hier noch rüber, da noch rüber. Jetzt mit gegen den Pfahl knallen. Es ist komplett in Strömen am Regnen, ey. Ich merke das schon gar nicht mehr. Hier haben wir noch den für heute größten Tannenbaum. Geil. Und das ist sogar einer, der hier immer steht. Super. Der wurde nicht extra dafür gekappt. Völlig gut. Bei der Firma One Group, Elsen Unternehmensgruppe. Was macht ihr? Logistik. Aha, Logistikunternehmen. Boah, Leute, hier ist alles voll Wasser, guck mal. Jetzt fahren wir nochmal hier ein bisschen so. Keine Wegrutschgefahr. Ich freue mich einfach, dass ich es jetzt wieder gepackt habe. Fühlt sich wieder wie ein kleiner Sieg an. Vorteil an dem ganzen Regen hier, ich kann gleich ganz entspannt in die Bahn einsteigen. Fahrrad dürfte nicht dreckig sein. Gut, dass ich hier vorbeifahren kann. Ey. Hier rechts haben wir die Mosel. Ganz toller Place hier. Da hinten haben wir den Rhein und das deutsche Eck. Welcome to Koblenz. Das sind die finalen Glocken hier. Die Siegesglocken. Grüße aus Koblenz. Ab in die Bahn. Minutes. We apologize for any inconvenience. Heute? No change for Article 50. Ausschließlich. Hey, liebe Leute, ich bin glücklicherweise jetzt nach einer Stunde Bahnfahrt heile in Köln angekommen. Ich will einmal kurz Frust ablassen. Ich hatte die nervigsten Menschen ever neben mir sitzen in der Bahn die ganze Zeit. Handymusik übelst laut an. Eine ist die ganze Zeit aufgestanden in der Bahn, von links nach rechts gelaufen, hat mich komplett nervös gemacht. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Und irgendwie so ein Gedudel lief dann da immer und Füße auf die Stühle da gelegt. Und kein Benehmen, kein gar nichts. Er hat mich so genervt gerade. Also, heiliges Kanonenrohr, habe ich nicht mit dir rechnet. Ansonsten ist das wunderbar. Mit dem RE5 von Koblenz Richtung Wesel geht der ja. Und Leute, an dieser Stelle würde ich sagen, war das auch schon. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Nochmal viele Grüße auch Richtung Reichshof. Vielen Dank an Schwalbe für die Unterstützung des Videos. Und ja, Leute, alles Weitere werden wir wann anders sehen. Ich freue mich auf ein schönes Jahr 2024 mit euch. Das könnte recht spannend starten. Lasst euch mal überraschen. Kommt jedenfalls gut rüber, falls bis dahin kein Video mehr online geht. Und ich werde jetzt hier noch zu Ende radeln und ja, dann ab in die Dusche bringen und es mir einfach gut gelassen. Ich fühle mich richtig schön ausgeglichen. Bin jetzt kraftlos und bereit für die Couch, denn ich wollte heute auch noch die
vierte Folge, glaube ich, Seven vs. Wild gucken. Das interessiert mich auch. In diesem Sinne, macht es gut. Danke fürs Dranbleiben und bis dann. Ciao.